Bin ich mal sehr gespannt. Oh, das ist aber schlecht. Das ist. Okay. Das ist jene. Da hinten ist auch eine. Habe ich es nicht gleich gesehen? Schauen wir uns an. Ist auch offen. Kommt jemand? Ach, hier ein Speicherpunkt, Leute. Das wäre so schön. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Der letzte ist ja noch nicht so lange her. Also selbst wenn ich jetzt gleich in ein paar Minuten hier Feierabend mache, dann muss ich wenigstens... ...nicht allzu weit in der Vergangenheit wieder starten, sage ich jetzt mal. Momente mal. Mittig? Okay, Karte wurde erweitert. Jetzt wird's aber langsam unübersichtlich, ey. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier eventuell Speichermöglichkeit gibt. Das interessiert den aber nicht da vorne, oder? Kann ich hier sterben? Also, ist er nicht. Ist es mal soweit okay? Also gut, mit Speichern war jetzt hier leider nichts. Ich kann aber auch noch raus und einmal rechts rum. Da hat er sich schon ein Symbol hingemacht in die Karte. Da ist wieder ein neuer Schlüssel wahrscheinlich gebraucht. Also, jetzt versuche ich mal, ob ich noch irgendwie hier noch eine Speichermöglichkeit finde. Ansonsten ging es ja hier noch höher. Vorher haben wir ja auch das Bibliotheksschild gesehen. Und, Bibliothek sollten wir ja laut Telefonat mal aufsuchen. Wenn wir jetzt nicht sogar schon durch pure Zufall in Jena sind, denn es sieht massiv nach Bibliothek aus. Okay, der hat uns unter Umständen gespottet. Aber wenn wir uns jetzt ruhig verhalten, dann verliert er die Spur wieder. Jetzt hoffen wir nur, dass wir hier nirgends gleich durch den Boden fallen oder so, dass hier wieder irgendeine Falle aufgestellt ist. Beziehungsweise irgendwie was präpariert. Ja, mir würde aber wirklich ein Speicherpunkt hier oben sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ah ja, das ist ein nächster Kollege. So, wo sind wir denn jetzt? Aha. Alles sehr gut.
Da wäre ein Fragezeichen. Da muss wieder irgendwo mit Sicherheit eine Sicherung angemacht werden. Oh, die Ecke wollen wir nicht. Wir können aber wieder einen Schluck Tonikum vertragen. Wenn sich denn welches finden würde. Jetzt sind wir mal zumindest wieder aus dem Gröbsten draußen. Das heißt, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier durch diesen Gang nicht irgendwie noch in ein Räumchen kämen, welches uns die Möglichkeit gibt zu speichern. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, gehe ich zum letzten Speicherpunkt zurück. Es hat sich ja nun die letzten Meter nicht wirklich was Sinnvolles hier ergeben. Das heißt, dann könnten wir vom letzten Speicherpunkt aus direkt vielleicht uns an das Schild halten und in die Bibliothek gehen. Wobei ich davon überzeugt bin, dass wir da jetzt eben schon waren. Und siehe da, es ist ein Grammophon da. Oder wie auch immer das in diesem Spiel heißt. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit zu speichern, werden diese auch nutzen. Hören uns aber erstmal die Audio dazu an. Oh, I despair of that child. Her willful insolence shall be the downfall of us all. Here we stand, at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide its sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? Not asking her to bring back my father's slavish cult. Wieder, no, suchen, ja, Elizabeth, just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way, some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Naja, das hast du ja irgendwie geschafft scheinbar. Ohne Sänger. Gut, ich benutze es jetzt trotzdem nochmal. Einfach nur, dass kurz nochmal gespeichert ist. Wir müssen natürlich gucken, ob die hier draußen irgendwo sind. Ich höre auf jeden Fall Schritte, das sind nicht meine eigenen. Ja. Mir geht es auch gesundheitlich nicht gut. Ich werde jetzt nochmal Folgendes tun. Ja, das ist tatsächlich ein Minuspunkt, ja. Das ein oder andere, der ein oder andere Entwickler hat es inzwischen gecheckt, dass es Sinn macht, durchaus eine Option einzubauen, die Größe der Untertitel einzustellen. Hi, das ist so ein Kollege da. Den sollten wir meiden. Den meide ich jetzt auch, hoffentlich, indem ich mich schnurstracks hier weiter bewege. Ich sollte irgendwas Flüssiges zu trinken finden, weil ich bin, wie du am roten Rand sehen kannst, ein bisschen angespannt. Diesen Schrank kann ich nicht als Versteck nutzen, das ist sehr schade. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Da unten? Okay, der linke Raum ist noch völlig schwarz, also habe ich den noch nicht betreten. Jo. Dann mache ich gleich mal zu. So. Kann natürlich passieren, dass jetzt hier auch gleich einer durchläuft. Deswegen, bevor wir jetzt hier weiter Konversation führen, versuche ich mich zumindest mal in eine Ecke zu stellen, in der ich nicht gleich auffalle, beziehungsweise in der nicht über mich gestolpert wird. Und hier höre ich auch eine Spieluhr, also das bedeutet was. Ja, genau. Solange der nicht vor dir steht und macht. Ist der eigentlich auch? Also sind die Gegner eigentlich kein Problem, grundsätzlich, muss man sagen. Solange man sich einigermaßen ruhig verhält. Ja, schon wieder Schritte hier. Oder ist es das Feuer, das so laut knistert? Es scheint das Feuer zu sein. Ich werde mich jetzt mal dieses Geräusches hier entledigen. Das geht ja gar nicht. Bin ich mal sehr gespannt.
Oh, das ist aber schlecht. Das ist aber... Das ist... Okay, unter Umständen habe ich vergessen zu erwähnen, dass in diesem Hotel an ein oder anderer Stelle... Vielleicht musste das jetzt aber auch storybedingt passieren, kann auch sein. Fallen gestellt wurden, um mich natürlich daran zu hindern, meine Geliebte zu finden. Beim letzten Stream bin ich so Richtung Schluss nochmal so durch den Fußboden Fußboden durchgefallen und so und landete dann... Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn da gelandet? In so einer Falle, wo die Wände von der Seite auf dich zukommen und dann irgendwann... Ne? So. Okay, also wir sind jetzt mal hier, das ist ja klasse. Taschenlampe oder so ähnliche Sachen gibt es in dem Spiel meines Erachtens nicht. Ja, ist ja gut. Ja. Ich hatte zumindest noch keine in der Hand. Kerzen weiß ich gar nicht mehr. Also wenn du 14 Tage mal nicht gespielt hast, was du alles vergisst, ist unglaublich. Dafür weiß ich noch alles von Ghost of Tsushima. Ich gehe mal lieber in die geduckte. Was zur Hölle? Ich weiß es nicht. Also gut, man macht das aus, was das Geräusch macht. Da wäre so eine Flasche, wenn sie nicht leer wäre, wäre die jetzt recht praktisch. So, jetzt suchen wir hier mal weiter. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass ich hier schon fertig bin. Habe ich gerade Zugriff auf meine Karte? Nö, dann bin ich auch nicht, dann bin ich auch nicht, sage ich jetzt mal, bei vollem Bewusstsein. Tja. Was passiert denn hier? Irgendwas greift mich hier permanent an. Weiß ja nicht. Und ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Keine Ahnung, ich muss ja irgendwas tun. Ich laufe jetzt hier einfach mal blöd rum. Ganz bescheuert. Soundabmischung kannst du mir ja vielleicht auch mal kurz sagen. Die sollte eigentlich hervorragend sein. Ja, für meine schlechte Mikroqualität entschuldige ich mich. Das ist bei diesem hochpreisigen Headset von Teufel leider so. Dass sie sich zwar Gedanken gemacht haben, wie ist der Sound und wie ist der Komfort beim Tragen, also sie haben sich leider keine Gedanken gemacht, dass das Mikro auch eine Rolle spielt. So, also nichtsdestotrotz, ich habe hier jetzt keinen Punkt gesehen, der jetzt irgendwie von Interesse wäre. Ich weiß, dass da eine Geige spielt oder sowas. Es ist eigentlich eher ein Cello. Ah. Okay, jetzt malt irgendjemand an eine Tafel. Ich weiß nicht, was das hier gerade soll eigentlich. Auch vom Mikro alles gut, das freut mich. Das ist aber nur, weil ich so komisch hingebogen habe, ne? Hätte ich das direkt vor dem Mund, hättest du lauter Popgeräusche die ganze Zeit. Ich tue ja mein Bestes, um mit den wenigen Sachen, die ich habe, hier ein einigermaßen entspanntes Erlebnis zu kreieren. Oh. Interessant, ich werde hier jedes Mal von irgendwas angegriffen, aber ich sterbe nicht, also es scheint tatsächlich so zu sein, als müsste ich hier einfach eine Weile weitermachen, dann bin ich irgendwann durch. Also ich höre, dass jemand auf eine Tafel malt. Das ist eine Tafel. Das ist Kreide? Ah. So. Ja, jetzt sind wir dann wieder bei einer Spieluhr. Jetzt wurde ich nicht angegriffen. Und das ist eine interessante Puppe, die kann man hier zuhauf finden. Ich glaube 20 an der Zahl im ganzen Spiel. Ist so eine kleine Bonusgeschichte. So. Naja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Wo bin ich? Ich
verstehe es nicht. Nee, jetzt ernsthaft, ich verstehe es wirklich nicht. Weiß nicht. Wenn ich jetzt wieder am Anfang dieser Sequenz bin, weiß ich leider nicht, was ich tun soll. Ja, jetzt bin ich natürlich am letzten Speicherpunkt wieder. Schade. Wir merken uns in diesem Raum vielleicht erstmal nicht. Geht vielleicht erstmal weiter. Also, wichtig auch immer manuell speichern, an den Dingern immer speichern. Auch wenn du vorher nochmal eine Runde im Kreis gelaufen bist und irgendwas gesucht hast und wieder hierher kommst, gleich wieder speichern. Es gibt so gut wie keine automatischen Speicherpunkte. Und du möchtest nicht nach 40 Minuten spielen wieder an einen so weit entfernten Speicherpunkt zurückgesetzt werden. Spielt die Uhr jetzt noch? Sie spielt, aber ich werde sie dieses Mal nicht nutzen. Es kann natürlich sein, ich muss die nutzen und muss da irgendwie durch diese merkwürdige Dunkelheitssequenz irgendwie noch weiter durchkommen. Ich sollte ja keine Geräusche machen, wenn es geht, ne? Also aufrechtes Laufen macht natürlich Geräusche. Ich möchte nicht entdeckt werden. Ja. Also ich gucke mir das vielleicht nachher nochmal an, jetzt gerade nicht. Das ist mir jetzt... Ich möchte ja, wenn ich schon Zuschauer habe, was ja leider nicht oft vorkommt, möchte ich ja zumindest mal ein kleines bisschen... Warte mal. Ich könnte natürlich... Also diese... Also es kam ein Kamin vor in der Sequenz. Dann irgendwelche Tiergeräusche, das könnte ja das Rehlein sein, was da rumgesprungen ist und mich ständig angegriffen hat. Das ist halt ein aggressives Reh. Das passiert. Dieses Geflügel kam auch vor. Vielleicht muss ich mir nur die Struktur dieses Raumes hier merken, um dort zurechtzukommen. Hier scheint es jetzt aber auch sonst nichts zu geben, was jetzt irgendwie hier machbar wäre, außer an der Spieluhr rumzudaddeln. Und ich werde jetzt trotzdem hier mal den Raum verlassen. Den Raum verlassen. Und weitersehen. Dann gehen wir nämlich mal dahinter. Diese Tür wird auf der Karte als versperrt angezeigt. Also man sieht dieses geriffelte Weiße da. Diese Tür ist eigentlich irgendwie versperrt. Und die ist nicht nur eigentlich versperrt, die ist sogar sowas von eigentlich versperrt, dass wir quasi gezwungen sind, da hochzugehen. Jetzt haben wir allerdings das Problemchen, hinter dieser Tür könnte direkt jemand sein. Ist aber... Oh, wir sind in der Bibliothek. Okay. Okay, also ich werde vorsichtshalber mal hochgehen. Ich weiß, dass oben auch welche sind. Irgendwas musste ich in der Bibliothek finden. Ich hatte eine Audiodatei gefunden. Also eine Audiodatei ist so eine Chronographenaufnahme hier im Spiel. Man findet also keine Disketten oder sowas oder ähnliches. Auf jeden Fall hatte ich eine Audioaufzeichnung gefunden, eben von der Geliebten, die einen da immer wieder so am... Telefon. Hier gibt es auch verschiedene Stellen, an denen es Telefone gibt. Da gibt es dann immer reichhaltige Infos. Und zwar hatte sie mir am Telefon gesagt, irgendwas wäre in der Bibliothek. Da sind wir ja nun relativ offensichtlich, aber dieses Fragezeichen, welches wir suchen, das scheint nicht hier oben zu sein, sondern im unteren Bereich. Aber ich muss mir erstmal einen Überblick hier verschaffen, wo da so ein paar Krümelleutchen hier rumlaufen und wo nicht. Und generell natürlich sollte ich versuchen, vielleicht so eine Flasche Dingsbums zu finden. Ah ja, und hier ist auch wieder so eine Hebelgeschichte. Hebel auch eine ganz bequeme, beziehungsweise auch manchmal unbequeme Sache hier im Spiel. Den einen Hebel. Was? Wieso vibriert mein Controller?
Was habe ich denn getan? Egal. Einen Hebel bewegen, damit woanders der Strom da ist, um da wiederum einen Hebel zu bewegen, damit woanders eine Tür aufgeht. So. Ich mache das jetzt einfach mal. Wo jetzt allerdings der Punkt ist, oh, an den ich muss, keine Ahnung. Lass mal den Kollegen da nochmal seine Wege laufen, dann können wir gleich auch mal seine Route abchecken. Okay, der geht bis dahin. Der geht dann auch weiter. Ich muss wirklich probieren, nicht aus Versehen dieses Gerät hier zu verwenden, denn diese Zylinderkartuschen sind nicht unbedingt häufig. Das war genau das, was ich gemeint habe. Jetzt sind quasi alle sich in der Nähe befindlichen Feinde kurz gelähmt, weil sie extrem lautes Geräusch gehört haben. Und jetzt kann ich quasi an denen vorbei, ohne dass sie mich merken. Die sind jetzt sowas von kaputt von dem Geräusch. Aber kann jetzt natürlich sein, dass die jetzt dadurch gerade... Na, jetzt kommt er natürlich wieder hoch. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie dadurch jetzt gerade erpicht sind, hier mal zu gucken, was denn läuft. Es gab noch irgendwo... Ja, genau. R2. Mit R2 kann man sich den Mund zuhalten, beziehungsweise die Hand vor den Mund halten. Ich brauche 2 bis 3 Flaschen? Was denn für... Ach so, ich brauche genug Gesundheit, um das quasi zu überleben. Das ist so eine Challenge, quasi wie lange überlebst du? Oder? Das geht halt einfach so lange. Da kannst du dich auch gar nicht wehren dagegen, dass du verletzt wirst. Aber ich habe halt gar keine einzige Flasche. Das ist das Problem. Das kann so ein Spiel ja eigentlich auch nicht machen, dass du überhaupt nicht mehr klarkommst. Egal. Ist jetzt halt so. Ich werde jetzt Folgendes tun. Wir gehen bis dahinter, dann da die Treppe runter. Eigentlich sollte ich hier vorne gleich wieder die Treppe runtergehen. Das ist ein bisschen kürzer. Ich werde allerdings äußerst leise und langsam die Treppe runtergehen. Ja, ja, da ist auch wieder so ein Spielöhrchen oder so eine Puppe. Ah ja, das ist... Nee. Das ist auch so ein Schalter, an dem war ich sogar im letzten Stream schon. Da ging aber nichts. Jetzt müsste allerdings was gehen, weil ich habe ja oben den Schalter umgelegt. Nein, will das gar nicht. Jetzt drücke ich ihn mit der falschen. Ja. Ja, genau. Jetzt ist hier oben eins aufgegangen. Und jetzt muss ich noch einen Hebel in Bewegung setzen, um den, die untere Leiste dazu bewegen. Und jetzt rate mal, wo das Ding ist. Dann ist da drin irgendwas, da kann ich wohl was tun. Also. Extrem nervt mich allerdings das Gedappe von den Leuten. Aber das ist halt so. Ist... Nee, Moment. Dahin, so weit wollen wir, glaube ich, nicht. Nee. Der andere Hebel muss hier irgendwo in dem Bereich sein. Oh, hi. Ich geh weiter. Vielleicht hier oben. Moment mal. Vielleicht muss ich selben Hebel nochmal benutzen. Das ist der da. Okay, das ist der Typ. So, der wird sich jetzt gleich wieder umdrehen. Bis dahin sollte ich versuchen, vorbeizukommen. Jawohl. So, um soweit so gut. Und da ist der zweite Hebel. Jawohl. Jetzt hast du für mich... Moment mal. Jetzt. Jetzt hast du für mich herausgefunden, dass ich für diese Sache da 2 bis 3 Flaschen brauche. Vielleicht kannst du für mich auch herausfinden, ob das eine optionale Geschichte ist oder ob ich das machen muss. Weil ich bei dem Spiel eigentlich nur weiß, optional sind meines Wissens diese Püppchen, die man finden kann. Geh weg. Hab genau diesen Buch. Am besten ein dickes. Was sich ganz lange beschäftigt. Ach so, wenn wir zu lange die Luft anhalten, dann kriegen wir natürlich keine Luft mehr, ist ja klar. Jetzt hoffe ich mal, dass der nicht...
Okay. Ja, dann sollte ich mal zumindest probieren, mir zumindest mal eine Flasche zu besorgen, damit meine Gesundheit wieder ein kleines bisschen besser ist, ne? Dass ich zumindest mal nicht schon angeschlagen da reingehe, ne? Okay. Das ist jetzt blöd. Ich hätte jetzt abwarten müssen, rein theoretisch. Sei ehrlich, komme ich hier durch? Komme ich hier durch? Nee, leider nicht. Das heißt, ich muss jetzt leider wieder abwarten. Bis der hier war, dann wieder zurückläuft, da wieder seine... Obwohl, ich könnte warten, bis er... Wenn er zurückkommt, kommt er ja da eh rein. Muss ich jetzt leider auf ihn warten, das ist so. Hoffentlich, und hoffentlich geht er auch da rein. Müssen sogar noch aufpassen, nicht, dass uns von hinten hier noch einer irgendwie überrascht. Würde mich ja nicht überraschen. Nee, ich glaube nicht, dass er da reingeht. Jetzt gehe ich mal hier hin. Es ist nicht sonderlich unterhaltsam hier. Ich weiß, wenn man hier, sag ich jetzt mal, bloß hin und her läuft zwischen A und B. Notenblatt. Notenblatt ist wichtig, leider. Das heißt, ich muss das schon irgendwie machen. Also wie gesagt, soweit ich weiß, ist hier optional allerhöchstens eben diese Spieluhrpuppen da zu finden. Ach, ist doch Blödsinn. Willst du jetzt nicht da reingehen? Da muss ich gucken, wie ich dem anderweitig vielleicht irgendwie aus dem Weg gehen kann. Ach, dann ging der hier rechts wahrscheinlich. Nee. Dann gehe ich halt hier rechts. Mir doch egal. So. Jetzt sollte ich nach unten, ne? Habe ich mir sagen lassen. Wäre sinnvoll. Dann könnte ich nämlich da in jene Einrichtung hineingehen und mal gucken, was es da gibt. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass ich da dem Kollegen in die Finger laufe. Jawohl, bis später vielleicht. Mit etwas Glück. So, jetzt muss ich auch mal gucken, wo der Dübel da rumläuft. Ah, jetzt kommt er mir genau entgegen. Das ist jetzt natürlich... Egal. Ist nicht so schlimm. Ich versuche mich mal in irgendeine Ecke zu bringen. Ich habe nämlich Angst, dass der das hört, wenn ich da den Mechanismus aktiviere. Und wenn der das hört... und direkt dabei neben mir steht, dann habe ich natürlich ein Problem. Okay, der geht wieder weg. Hier gibt es nur einen, oder? Ja, ja. Hallöchen. Oh nein, es ist nur so eine Scherbe, oder? Na gut. Sei es drum, dann ist es eben nur so eine Scherbe. Okay, dann sollte ich jetzt probieren, irgendwie, vielleicht, ich weiß gar nicht. Ich muss erstmal die Karte gucken. Also wir befinden uns auf jeden Fall da. Ich sollte wieder in den mittigen Raum. Da gibt es nämlich Plätze, wo man die Scherben einsetzen kann. Da gehe ich am besten. Da gehe ich am besten oben rum. Oben und dann links, wenn es denn geht. Du gehst schön da lang, ne? Weil ich gehe hier lang.